Was für ein Burger. Sieht ja edel aus. Meiner ist im Vergleich dazu ja winzig. Aber ich bin mir sicher, dass er trotzdem lecker schmecken wird. Die Handschuhe liegen bereit. Also kann's losgehen. Mmh, sieht hübsch aus. Ich frag mich, wie er schmeckt. Und was sagst du? Also gar nicht schlecht. Super, dann will ich das auch probieren. Die langen Handschuhe sind genau das Richtige für mich. Mein Burger ist zu groß. Er lässt sich nicht in den Springbrunnen reinstecken. Ich werde ihn wohl anders übergießen müssen. Na also. Weiter geht's. Du hattest recht. Das schmeckt super. Ich hätte so gerne Nachschlag. Sorry, aber mein Burger ist bereits alle. Das war ein bisschen zu trocken. Meine goldene Cola kommt da genau richtig. Goldene Cola, meinst du? Ich weiß, was ich mit der anfangen kann. Bitte tauschen. Ich bin reich. Jetzt kann ich mir alles leisten. Voll cool. Das sind ja Fischkonserven. Wie eklig. Also ich mag ja meine kleinen Fischchen. Ich brauche noch mehr Gold. Wow, ein goldener Springbrunnen. Und meine goldenen Fischlein passen da perfekt dazu. Schmeckt vorzüglich. Bloß nicht dreckig machen. Bin ich jetzt etwa dran? Boah, das stinkt ja fürchterlich. Ob die Soße das wohl wieder gut machen wird? Uah, einfach widerlich. Ich muss gleich kotzen. Bloß nicht in meine teure Tasche. Sorry, das war nicht aus Versehen. Hier, kannst du wieder haben. Was für ein riesiger Donut. Und schau dir diese Kristalle an. Mein Donut ist nichts Besonderes. Aber auch an ihm kann ich noch ein bisschen feilen. Schokolade mit Perlen. Sieht doch schön aus, nicht wahr? Aua, die Dinger sind hart. Emma, pass auf deine Zähne auf. Ich hoffe, meine Kristalle sind nicht so hart. Oh, klasse. Die lassen sich kauen. Hier kommt noch Schokolade drüber. Super. Oh, sieht das lecker aus. Eine Banane mit Edelsteinen? Davon hätte ich ja nicht mal träumen können. Ich hätte gern was Edleres. Ich frag mich, was sich unter der Schale befindet. Ah, das ist ein Wurm. Wie eklig. Emma, willst du tauschen? Klar doch, Susi, das ist so großzügig von dir. Unsinn. Mit der besten Freundin teile ich doch gerne. Außerdem gebe ich mich gerne mit einer einfachen Banane zufrieden. Schmeckt übrigens gut.
Ich bin mir sicher, das wird klasse. Oh mein Gott, das ist ein Wurm. Hilfe! Wieso hast du damit nach mir geschmissen? Der krabbelt doch gleich in meinen Haaren rum. Das werde ich nicht überleben. Was für nette Lutscher. Aber so ganz ohne Gold. Ist doch seltsam. Scheint, als hätte ich diesmal mehr Glück gehabt. Das wollen wir ja noch sehen. Wow. Meine schmecken übrigens richtig gut. Und mit Schokolade schmecken die noch besser. Aber ich brauche erstmal meinen goldenen Hammer. Wieso hast du das denn getan? Ich verstehe das nicht. Siehst du gleich. Ich will mir ein Schoko-Karamell-Dessert draus machen. Super, Zeit es zu probieren. Na also, ich könnte glatt Konditor werden. Lecker Schmecker. Oh nein, das war nur ein Stück Pappe. Vielleicht hilft ja die Schokolade. Oh nee, wohl nicht. Okay, dann muss ich mir halt was anderes überlegen. Daraus mache ich einen Becher. Und den werde ich gebrauchen. Ich trinke einfach ein bisschen heiße Schokolade. Super, das hat die Situation gerettet. Nur ein Bonbon? Nicht gerade viel. Ja, ich habe noch weniger bekommen. Das wird mich nicht gerade satt kriegen. Selbst die Schokolade wird mir da nicht weiterhelfen. Aua, wie hart. Ich glaube, das hättest du lieber nicht getan. Das müssen wir dringend neutralisieren. Gefangen. Jetzt noch ein bisschen Magie. Na also, so gefällt mir diese Praline um einiges mehr. Voll cool. Klar, schließlich bin ich ein Profi. Wärmst du dich auf? Oh nein, ich habe das Ding verloren. Boah, so viel Schokolade. Also, wenn du mich fragst, war das gar nicht so schlecht. Ah, vergiss die Praline nicht. Ohne Verpackung sieht das Ding noch besser aus. Willst du die Hälfte davon? Oh, klaro. Ist das lecker? Mir ist so heiß. Wir sollten uns dringend erfrischen. Oh, das Eis kommt genau rechtzeitig. Ist das riesig? Die Portion wird mich gut abkühlen. Das Eis schmeckt super mit unserer Schokolade. Freut mich. Du siehst aber aus wie eine Sau. Pappelapapp, probier du mal. Überraschung! Jetzt siehst du nicht viel besser aus. So also. Bitte sehr. Das war ein guter Treffer. Das nehme ich mir. Lass es uns gemeinsam probieren. Eis mit Schokolade. Nichts geht über diese himmlische Kombination. Das ist ja ein Puppet. Ich wollte mich gerade ein bisschen entspannen. Die Menge wird mir für mein ganzes Leben reichen. Oh mein Gott! Hey, hey. Ich will Erster sein. Here we go. Hä? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ah, lecker. Das ist Fruchtgummi. Ich habe noch nie was Besseres gegessen. Wow.
Mmm! Awesome! Cool! Mmm! Und jetzt bin ich dran. Nicht wirklich das, was ich erwartet habe. Aha. Probieren wir mal. Ich liebe Fruchtgummi. Ich habe noch ein paar Schichten. Oh. Diese Challenge gefällt mir. Ich krieg Angst, die könnte auch uns auffressen. Keine Sorge, ihr seid nicht so süß. Okay. Na, endlich bin ich an der Reihe. Riecht seltsam. Aua. Lacht ihr nur, das wird mir nicht die Laune verderben. Wow. Wow. Oh, wie cool. Wow. Ich könnte unendlich lang damit spielen. Aha. Ah. Wow. Das Ding hat Susie total entspannt. Hey, schläfst du? Okay. Okay. Viel zu wenig Pommes. Meine Portion gefällt mir gut. Schaut euch mal meinen Pommes-Turm an. Yes! What a... Oh nein, in diesem Raum befindet sich eine Bombe. Alright. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Schnell alles aufessen. Monika, gib mir Wasser. Okay. Yes. Susie, worauf wartest du? Mach schneller. Oh, du schaffst das. Hey. Come on. Ich kann nicht mehr. Oh, Leute, no. Sorry. No. Ich hab euch lieb. Hm. Hä? Das war nur ein Scherz? Mann, oh Mann. Andy, das war doch bloß Cola. Das war gar nicht witzig. Gott sei Dank habe ich nur eine kleine Portion. Oh no! Das darf doch nicht euer Ernst sein, oder? Ich hasse Brokkoli. Uh-oh! Vor allem so viel. Yes! Ich glaube, man kann Brokkoli aufpeppen. Mit Schokolade lässt sich alles retten. Na, sieht doch schon viel schöner aus. Guten Appetit. Wobei, ich muss sagen, der Brokkoli war hier fehl am Platz. Okay, jetzt aber guten Appetit. Oh mein Gott! What? Wow! Oh no! Bin ich jetzt dran? Ich weiß, was zu tun ist. Wir brauchen nur ein bisschen Magie. Mein Zauberstab wird uns helfen. Tada! Ich bin fertig. Du hast alles ruiniert. No. Jetzt
muss ich diesen blöden Brokkoli essen. Ich schaff das mit links. Schaut her. What? What? Oh nein, Susie hat sich in Hulk verwandelt. Awesome. Oh, ein ganzer Haufen Gummibärchen-Lego. Ich habe nur ein Stück. Hey. Okay. Ich werde es als Erste probieren. What? Leute, mir geht's gut. Ich will nicht den gleichen Fehler begehen. What? Wow! Yes! Oh no! What? Wie sollen wir sie wieder zurückverwandeln? Oh, really? Ich habe eine Idee. No! Andy, du hast alles ruiniert. Yeah. Lasst uns was bauen. Oh. Jetzt müsste alles sicher sein. Was ist passiert? Also wirklich sicher war das nicht. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ich hoffe, die Torten werden uns gefallen. Das werden wir gleich herausfinden. Oh, wow! Erdbeeren! Das Spiel hat erst begonnen, aber mir gefällt es bereits. Es wird Zeit, dass ich meine weiße Torte mit diesen roten Erdbeeren verziere. Voll cool! So ist gut. Bewirf uns nicht! Wieso tust du das? Oh, sorry, ich war einfach abgelenkt. Ich konnte an nichts anderes denken. Oh mein Gott, das ist einfach köstlich. Ich will meine Torte auch so schnell wie möglich probieren. Ich frage mich, was ich bekommen werde. Aber der ist doch voll eklig. Da liegst du richtig. Oh, der Geruch ist ja fürchterlich. Es wird Zeit, dass ich mir eine Gasmaske zulege. Wie soll ich das Zeug denn essen, wenn ich noch nicht einmal in der Nähe sitzen kann? Wen interessiert wie? Beeil dich einfach. Das ist einfach nicht zu ertragen. Schreit mich nicht an, ich versuche ja schon schneller zu sein. Oh Mann, ich muss die Maske abnehmen. Ich habe noch nicht einmal was probiert, aber ich muss jetzt schon kotzen. Mädels, haltet mich fest. Mir wird schlecht. Boah, das müssen wir dringend loswerden. Das ist das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist. Oh, danke, dass ihr mir geholfen habt, das Ding loszuwerden. Okay, Daisy, jetzt bist du dran. Bitte, 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 ich will was Leckeres. Wow, das sind hier Gummibärchenwürmer. Oh, ich Glückspilz. Ihr kleinen Würmchen, ihr kommt auf mein Törtchen.
sieht köstlich aus. Genau das tut es. Ich will auch was abbeißen. Mach dir keine großen Hoffnungen. Oh, wow. Schaut euch diesen Wurm an. Der passt nicht mal auf die Torte. Was soll ich tun? Ich muss mir was einfallen lassen. Nein, das sieht hässlich aus. Soll ich den vielleicht in Stücke schneiden? Das klappt nicht. Susie, kannst du mir helfen? Natürlich doch. Zieh! Fester! Fester! Oh nein, doch nicht so fest! Sieht so aus, als würde Daisy ihren Kuchen wohl nicht mehr brauchen. Sie hat sicher nichts dagegen, wenn ich ihre Torte probiere. Yeah. Diesmal drücke ich als Erster auf den Knopf. Okay, es kann losgehen. Oh ja, das sind ja Kinderüberraschungseier. Irgendetwas sagt mir, dass meine Torte köstlich schmecken wird. Ich will sie so schnell wie möglich probieren. Kommt her, ihr Überraschungseier. Und das größte Ei kommt natürlich auf die dritte Schicht. Gibst du uns was ab? Von wegen. Das hier gehört mir alleine. Und die Überraschung im Schokoei sind bunte Streusel. Wie cool ist das denn? Oh, das muss sicher lecker sein. Schmeckt's dir? Schmeckt's dir? Aber natürlich doch. Ich will jetzt meine gesamte Torte mit diesen bunten Streuseln hier bedecken. Oh, diese Farbkombination macht mich verrückt. Jetzt wird's Zeit für das große Ei. Unglaublich toll. Na, schmeckt's dir? Total. Mir fehlen einfach die Worte. Hoffentlich habe ich genauso viel Glück. Oh, wow, ich krieg Erdbeermarmelade. Ich liebe Erdbeermarmelade. Das Wichtigste ist hier das Maß. Bloß nicht zu viel davon, sonst wird es zu süß. Boah, was für ein schweres Glas. So ist gut. Oh nein, damit habe ich nicht gerechnet. Das sieht nach einem Zuckerschock aus. Das ist doch voll cool. Probier was. Meint ihr? Okay. Das schmeckt einfach super. Ich will auch endlich auf den Knopf drücken. Na los, Kate. Drück drauf. Cola und Mentos? Aber wie soll ich auf einer Torte Cola und Mentos kombinieren? What? Das ist doch purer Blödsinn. Wie soll das gehen? Wobei, ich habe eine Idee. Ich werde die Torte nicht gleich übergießen. Ich werde aus dieser Cola-Flasche einen Cola-Brunnen machen. Sei bitte vorsichtig, wir wollen nicht nass werden. Oh no! Macht euch keine Sorgen, das wird schon. Ist ja cool, ein echter Springbrunnen. Oh Mann, ich dachte, das wäre schlimmer. Tatsächlich, ich dachte, alles würde explodieren. Ihr Angsthasen. Übrigens, das schmeckt gut. was für eine schöne Puppe. Die ist gleichzeitig Puppe und Kuchen. Meine Puppe ist rosa und ich liebe rosa. Mal sehen, was ich bekomme. Oh, wow. Ich krieg eine rosa Torte mit rosa Eiscreme. Das ist doch wirklich die beste Kombination. Wow! Mädels, sowas passiert eindeutig nicht jeden Tag. Oh, ich habe eine Idee. Passt mal auf. Ich lasse das Eis schmelzen und schütte das hier ein. Hä?
was machst du da? Ja, was soll das? Passt mal auf. Hier kommen noch bunte Streuseln mit rein. Coole Idee. So wird deine Torte sicher noch schöner. Du sagst es. Und jetzt pass mal auf. Na, gefällt dir das Kleid meiner Prinzessin? Das wird leider nicht lange so bleiben, denn ich werde alles aufessen. Wow! Wünscht mir guten Appetit. Jade ist so köstlich. Ich will auch was. Was? Toxic Waste? Aber das sind doch mega saure Lutscher. Ich habe sie persönlich noch nie probiert. Vielleicht irre ich mich ja auch. Nein, ich habe mich nicht geirrt. Das ist wirklich mega sauer. Gefällt mir gar nicht. Nein, ich habe keine Lust. Du musst aber, das sind die Regeln. Stell dir vor, wie hübsch dieses Puppenkleid aussehen wird, wenn du die ganzen Bonbons da reindrückst. Okay, ihr habt recht. Hoffentlich werde ich das überstehen. Na los, Susie, na los, na los, na los. Oh nein, das ist einfach furchtbar. Mädels, das ist einfach unerträglich. Ich krieg einen Krampf. Ich hätte das nicht tun müssen. Komm schon, das hat doch Spaß gemacht. Jetzt bin ich dran. Oh nein. Bloß kein Senf. Der wird doch meinen Kuchen ruinieren. Ha, ganz genau. Der wird ihn scharf machen. Wird dir gefallen. Oh, wieso seid ihr so gemein? Vielleicht kann ich das zumindest hübsch machen. Das Kleid gefällt mir gut. Jetzt wird's Zeit, das zu probieren. Na, schmeckt's dir? Nein, das ist mega scharf. Ich brenne. Hilfe, Hilfe, ich brauche dringend was Kaltes. Mach dir keine Sorgen. Ich habe hier eine Kühlbox mit Eiswürfeln für Notfälle. Könnte dich retten. Oh, vielen Dank. Hat wirklich geholfen. Oh nein, hier kommt die zweite Welle. Oh mein Gott. Susie, überschütte sie einfach mit diesen Eiswürfeln. Das war's auch schon. Diese Schokolade ist so lecker. Nein, Mary, nicht den Finger gebrauchen. Wir warten auf unsere Süßigkeiten. Oh Mann, das ist doch gar nichts Süßes. Das ist ein Kaktus. Und wieso kriegst du was Leckeres? Ja, Glück muss man haben. Ich habe Glotzer bekommen. Das ist nicht fair. Ich hingegen habe kein Problem damit. Die riechen so toll. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Ups, ich nehme mir gleich zwei. Mega lecker. Und dieses Gummiband hier ist auch noch mega lecker. Und in dem Glotzer ist auch noch Sirup drin. Ach, was du nicht sagst. Steck das Ding einfach in die Schokolade. Wie du meinst. Das wird mega köstlich. Gummibärchen mit Schokolade. Meine Lieblingskombination. Diesen Spieß habe ich beendet. Aber gut, dass ich noch ein paar habe. Die tunke ich jetzt in die Schokolade. Das sieht mega appetitlich aus. Ich werde jetzt wirklich jeden Bissen genießen. Und es ist mir egal, ob Mary was möchte oder nicht. Das sieht so köstlich aus. Das tunke ich auch noch rein. Ha, so ist gut. Und jetzt genießen. Okay, Mary, ich bin fertig. Du kannst weitermachen. Dein Gesicht ist voller Schokolade. Jetzt nicht mehr. Oh, Menno. Wobei, das kann ich noch aufessen. Na gut, sieht so aus, als müsste ich jetzt meinen Kaktus probieren. Ah, der ist ja voll stachelig. Wobei, wenn ich ihn einfach in die Schokolade tunke, vielleicht wird das Problem lösen.
Ich weiß immer noch nicht, wie ich da was abbeißen soll. Nee, ich tue es noch mal rein. Was machst du da, Mary? Yeah, schau dir diese Schokokugel an. Die kann ich probieren. Richtig lecker. Und gar nicht stachelig. Mary, ich will ja nichts sagen, aber die Stacheln sind immer noch da drin. Die könnten dich gleich pieksen. Ich liebe es. Oh nein, was ist das? Ah, ich habe Stacheln auf der Zunge. Was soll ich denn machen? Hilfe! Na, ich habe dich doch gewarnt, Mary. Gut, dass ich eine Pinzette mit habe. Ich werde dir helfen. Sei doch vorsichtig. Du hättest vorsichtiger sein sollen beim Kaktusessen. War's das? Okay, vielen Dank. Gern geschehen. Oh, eine Banane und süße Streusel. Das sieht großartig aus. Du hast mehr Glück gehabt als ich. Roher Fisch. Oh, da war selbst der Kaktus besser. Ich beneide dich nicht. Lass mich anfangen. Na, komm mal her, du leckere Banane. Lass dich erstmal schälen. Und jetzt kann ich dich in die Schokolade tunken. Banane mit Schokolade, die beste Kombination. Wow. Ah, jetzt tunke ich dich auch noch in diese Zuckerstreusel. So ist es auch schön bunter. Und sicher auch viel, viel leckerer. Probieren wir mal. Mann, ist das toll. Gefällt mir total. So will ich von nun an meine Schokolade und meine Bananen immer essen. Das war's. Ich habe alles aufgegessen. Ah, ich habe noch ein bisschen Streusel übrig. Was passiert, wenn ich die einfach in den Schokobrunnen tue? Hui. Der Brunnen sieht echt toll aus. Wow, der hat sich verwandelt. Jetzt ist er rosa. Voll cool. Aber leider denke ich nicht, dass mir das mit meinem Fisch weiterhelfen wird. Aber ich werde ihn trotzdem in die Schokolade tunken. Na, jetzt geh mal rein. Sieht schon mal ganz schön schlecht aus. Mal sehen, wie du jetzt schmeckst. Probieren wir mal. Einfach fürchterlich. Ich glaube, mir ist schlecht. Ach, das spüre ich, Kate. Ah, was könnte denn schlimmer sein als roher Fisch mit Schokolade? Arme Kate hat so viel Pech in dieser Runde. Vielleicht kann ich sie irgendwie aufmuntern. Ich hab's. Kate, hier hast du einen Strohhalm. Was soll ich damit machen? Ah, das ist eine coole Idee, Mary. Wir können die Schokolade direkt aus dem Brunnen trinken. Unglaublich lecker. Da stimme ich dir zu. Oh, wir haben die ganze Schokolade ausgetrunken. Aber dafür war das lecker. High five. Oh, wow, ist das Mais? Muss ich den etwa in die Schokolade stecken? Was ist das denn für eine unnötige Frage? Schau mal, ich habe Hubba Bubba bekommen. Die schmeckt auch so schon lecker. Und jetzt werde ich die auch noch in die Schokolade tunken. Ich bin sicher nicht in Eile. Fang an. Mal sehen. Oh, das sieht richtig lecker aus. Ich lasse die Schokolade direkt in die Packung fließen. Und jetzt schließe ich sie und schüttel sie richtig gut durch, damit das gesamte Band sich mit Schokolade bedeckt. Oh, das sieht richtig gut aus. Jetzt habe ich Schokokaugummi. Das muss ich probieren. Wow, das schmeckt unglaublich gut. Das kommt alles in den Mund. Einfach köstlich. Und jetzt wird es Zeit für eine mega große Kaugummiblase. Das war toll. Aber das war noch nicht alles. Denn ich habe noch einen zweiten Kaugummi. Ab in den Springbrunnen. Ich mache einfach genau dasselbe. Einschenken, schütteln und bewundern. Und dann natürlich mit großem Appetit genießen. Mega lecker. Oh, du isst das voll appetitlich. Und ich mag deine Kaugummiblasen. Na, schmeckt dir auch dein Mais? Ich weiß noch nicht. Probieren wir mal.
Ich tunke ihn einfach in die Schokolade. Vielleicht schmeckt's ja. Riecht schon mal gut. So lala. Es war kein Kaktus, aber auch kein Kaugummi. Ich glaube, ich weiß, was ich mit diesem Mais anfangen kann. Einen Deckel drauflegen und etwas erhitzen. Wenn ich alles gut berechnet habe, kriege ich jetzt aus dem Mais Leckerschmecker Schokopopcorn. Schau dir das an. Sieht das nicht gut aus, Kate? Schmeckt richtig gut. Wenn ich Popcorn habe, kann ich mir dazu auch einen Film anschauen. Oh, das ist ja eine Koch-Challenge. Ich liebe die. Mal sehen, wer gewinnen wird. Wow, jetzt will ich aber auch Popcorn. Solange Mary in das Video vertieft ist, kann ich mir das klauen. Aua, das tut weh. Ich hab dir nicht erlaubt, mein Popcorn zu essen. Schau mal, das ist voll lustig. Ja, ja, dann isst doch dein Popcorn. Oh, dieser Schokobrunnen ist einfach zu gut. Wir können nicht widerstehen. Lecker. Hier sind meine Süßigkeiten. Diesmal sind es Oreo-Kekse. Was hast du? Du hast Süßigkeiten und ich hab saure Zitronen. Haha, ich kann mir jetzt schon dein Gesicht vorstellen, wenn du die isst. Es ist nicht schwer, sich das vorzustellen. Aber ich hoffe, dass die Zitronen nicht mehr so sauer sind, wenn ich die erstmal in die Schokolade getunkt habe. Ich probier's mal. Nein, das schmeckt immer noch sauer. Wieso habe ich so viel Pech? Keine Ahnung, frag mich nicht, Mary. Oh Mann, ich muss noch weiter was abbeißen. Einfach in die Schokolade tunken, Augen zu und durch. Ah, das schmeckt überhaupt nicht gut. Was für ein Elend. Aber okay, ich muss mir die Augen zusammenkneifen. Und das einfach mal schaffen. Du hast recht, das sieht ganz schön blöd aus. Noch ein letzter Bissen. Nein, ich halte das nicht aus. Mary, komm schon, jetzt wein nicht. Hier hast du eine Serviette. Wisch dir das Gesicht ab. Oh, vielen Dank, Kate. Kannst du wieder zurückhaben? Nein, danke, das brauche ich nicht. Das muss ich wegschmeißen. Gut, dass ich noch diese Oreo-Kekse hier habe. Die werden mir sicher noch die Laune heben. Die Papppackung öffnen. Diese Folienpackung rausnehmen. Die auch noch öffnen. Und den Keks rausnehmen. Oh, Schokokekse mit Schokolade. Was könnte da denn besser sein? Die perfekte Schokokombo. Das ist so köstlich. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich werde alle Kekse aus der Packung nehmen und sie ordentlich zerkleinern. Da kann ich ein paar meiner Karate-Kenntnisse anwenden. Sowas gut, weiter so. Kate, geht's dir gut? Absolut, denn hier kommt die geniale Idee. Ich werde die Schokolade einfach in die Tüte gießen, ein Stäbchen reinstecken und einfrieren. Weißt du, was ich dann bekomme? Keine Ahnung, aber das sieht lecker aus. Warte mal, das kommt ins Gefrierfach. So ist gut. Schließen und abwarten. Alles klar, jetzt nehme ich das wieder raus. Ich hoffe, alles hat geklappt. Was ist das denn, Kate? Wirst du gleich sehen. Rausnehmen, Folie abziehen und voilà. Schon habe ich ein Oreo-Schoko-Eis am Stiel. Mann, ist das lecker. Und das kann ich nochmal in die Schokolade tunken. Wow. Schokoladige Schokolade in Schokolade. Ist das gut, aber irgendwie wird mir kalt. Kate, ich glaube, du steckst in Schwierigkeiten, oder? Ist dir erfroren? Okay, ich muss dich dringend aufwärmen. Komm schon, du brauchst eine Decke. Ah, das Eis ist so gut. Danke, Mary. Freut mich, dir zu helfen. Oh, das sieht so appetitlich aus.
okay, du wirst eh nicht mit mir teilen. Na, wieso nicht? Wir sind doch schließlich Freunde. Oh, was ist das denn? Das sind Marshmallows. Oh, du meine Güte. Oh, nee, ich habe Stinkekäse bekommen. Da habe ich aber Pech gehabt. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich steck mir die Marshmallows einfach in die Nase. Jetzt spüre ich deinen Gestank nicht mehr. Komm schon, iss deinen Käse, sonst ersticken wir hier alle. Ah, wieso muss ich das essen? Dazu habe ich überhaupt keine Lust. Ich hoffe, dass wenn ich den Käse erstmal in die Schokolade getunkt habe, er nicht mehr so grausam ist. Wobei, da hat sich echt nichts verändert, oder? Ich probiere mal ein Stückchen. Oh, das ist richtig eklig. Wer hat sich überhaupt diesen Käse ausgedacht? Wieso ist er so schimmelig, so gammelig und so eklig? Ups, irgendwie fühle ich mich nicht gut. Was für ein Gestank. Jetzt brauche ich aber richtig dringend was Leckeres. Ah, Schokolade. Genau das, was ich brauche. So ist gut. Jetzt bin ich total schmutzig. Ich brauche einen Lappen oder so. Hey, Kate, das ist mein T-Shirt. Dafür hättest du auch dein T-Shirt benutzen können. Kate, das geht doch nicht so. Ach, wirklich? Hast du was dagegen? Warte mal, du hast auch noch Marshmallows. Ah ja, genau. Danke, dass du mich dran erinnerst. Mm, diesen Spieß tunke ich in die Schokolade. Mm, wie lecker. Ich liebe es. Und nochmal reintunken. Einfach unglaublich gut. Mann, davon möchte ich auch was probieren. Tut mir leid, Kate, aber das schmeckt viel zu gut. Das gehört mir alleine. Mmh, echt der Hammer. Oh, hier ist ja noch ein Marshmallow-Stück. Warte mal. Dich kriege ich noch. En garde, Mary. Na, warte. Mich wirst du nicht besiegen. Hm, da bin ich aber anderer Meinung. Ha, jetzt gehört dieser Marshmallow mir. Oh, das schmeckt echt gut. Ha, wie auch immer. Ich habe ja diese Marshmallows ganz vergessen. Die kann ich einfach aus der Nase rausnehmen und noch essen. Oh. Mmh, riechen gut. Mary, die hattest du doch in der Nase. Ja und? Die sind trotzdem lecker geblieben. Was ist das für ein Ding auf ihrer Schulter? Hm, was sollt ihr mir machen? Wie wär's denn mit einem Kuchen? Ach Quatsch, das schaffe ich. Also man braucht Mehl und Milch. Jetzt schlägt man zwei Eier auf. Dazu kommt etwas Butter und natürlich Zucker. Jetzt alles schön verrühren. Das gibt einen tollen Teig, nicht wahr, Wednesday? Eiskaltes Händchen, mach schon. Gib zuerst das Mehl rein. Ja. Super. Und jetzt Milch. Und jetzt noch ein Ei. Ach ja, vergiss den Zucker nicht. Und jetzt musst du alles umrühren. Und ich gebe eine Kleinigkeit hinzu. Das macht die Sache auf jeden Fall besser. Gut gemacht. Was? Die Hand hat ja alles für sie gemacht. Och, Minno. Okay, gut, Ben, du musst dich zusammenreißen. Ich fange einfach mit diesen Muffins hier an. Da kommt ein bisschen Schlagsahne drauf. Und noch ein bisschen Muffins. Und noch mehr Schlagsahne. Und noch ein paar Muffins. Na also, fertig ist der Kuchen. Richtig lecker. Hä, was macht denn da die Hand? Also, meine Torte ist fast fertig. Hä? Eiskaltes Händchen, wo bist du denn? Na, wie auch immer. Ich mach das selber. Ich nehme mir ein kleines Messer. Und nehme die Hälfte raus. Aha, jetzt brauche ich noch dieses weiße Ding hier. Noch so ein bisschen und noch ein bisschen. Sieht aus wie ein Gehirn. Ah, ganz schön nett, Wednesday.
Also, ich muss deinen Kuchen weitermachen. Stufe 2. Da kommt jetzt noch ein bisschen Creme drauf. Und schön formen. Wunderbar. Ich glaube, hier fehlt noch ein bisschen Verzierung. Die Formen fülle ich mit Vollmilchschokolade. Und zum schnelleren Aushärten benutze ich flüssigen Stickstoff. Jetzt noch ein bisschen Schokoladenmasse und ein paar Nüsse. 1, 2 und fertig sind meine M&Ms. Die lege ich natürlich auf die Torte und die kleinen M&Ms kommen obendrauf. Meine Torte ist fertig. Ich habe mich selbst übertroffen. Ah, viel zu süß. Ich muss ein bisschen Blut hinzugeben. Viel davon. Und ein paar Augen. Na also. Paige mag Regenbogen, also gebe ich noch ein paar Streusel hinzu. Wow, Wednesday! Was ist das denn? Dein Kuchen lebt! Natürlich lebt er. Das ist schließlich ein Gehirn. Lasst uns alles probieren. Oh, wow, das ist ja ein M&M's-Kuchen. Ist das ein Gehirn? Ich fange mit Bens Kuchen an. Hä, das ist ja nur Schlagsahne und Muffins. Ist zwar lecker, aber das ist kein richtiger Kuchen. Okay, jetzt mache ich mich an den Chefkochkuchen. Oh, was für eine große Süßigkeit. Unglaublich lecker. Ich glaube, dass die Torte noch besser schmeckt. Einfach wunderbar. Okay, ich mache mich so langsam an Wednesdays Kuchen. Ich hoffe, dass es kein richtiges Blut ist. Moment mal, das ist doch Erdbeersirup. Und das sind Glotzer mit Füllung. Ist ja richtig köstlich. Wow, und der Kuchen schmeckt auch furchtbar gut. Wednesday, du hast gewonnen. Ich kann mich gar nicht losreißen. Herzlichen Glückwunsch. Ich liebe diesen Kuchen. Moment mal, ist er etwa lebendig? Was? Ist das eine richtige Hand? Ah! Hilfe! Das Ding sitzt auf meinem Kopf. Ah, da bist du ja. Na, was erwartet uns diesmal? Das reicht. Ich will Nudeln. Nudeln also? Das ist kinderleicht. Es gibt ja schließlich Instant-Nudeln. Ich öffne nur den Deckel, streue da die Gewürze drüber und setze den Kessel auf. Das war's. Und was macht... Was für eine Sauerei? Wednesday, sind das etwa Maden auf dem Teller? Wednesday, ich glaube, Paige wird das nicht gefallen. Das müssen wir wegwerfen. Ach, ihr seid solche Softies. Na gut, dann mache ich hier eben richtige Nudeln. Ich muss einfach Wasser mit etwas roter Farbe und einer Gelee-Mischung vermischen. Umrühren. Jetzt schneide ich mit meiner kleinen Gartenschere den Überschuss von diesen Röhren im Glas ab und gieße den Teig rein. Oreo-Kekse. Ich liebe diese Creme. Jetzt werde ich aus den Keksen Streusel machen. Und da kommen jetzt meine Gummilarven drauf. Sieht gar nicht schlecht aus, würde ich sagen. Kommt alles schön drauf. Na also, fertig sind meine Spaghetti. Das ist mal wieder typisch Wednesday. Ich werde selbstgemachte Nudeln machen. So, jetzt muss ich sie nur noch kochen. Al dente natürlich. Hausgemachte Nudeln. Viel zu viel Mühe. Ich muss einfach nur dieses kochende Wasser da reingeben und den Deckel wieder zu. Ich habe gesagt, Deckel zu. Wieso geht das nicht? Ah, Moment, ich habe eine Idee. Ich muss einfach ein Bügeleisen benutzen. Na also, schau dir das an, Betty. Ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen. Also, meine Pasta ist fertig. Ab in die Friteuse.
war einfach wunderschön. Jetzt wird etwas Käse und ein paar Tomaten garnieren. Solche kleinen Kirschtomaten. Wunderschön. Ha, so viel Mühe. Meine Nudeln sind viel leckerer. Moment, ich muss sie aufmachen. Wieso geht das nicht? Mensch, was soll ich machen? Ah ja, genau. Ich klebe einfach einen Strohhalm mit einem Kaugummi an dem Ding fest. Das ist auch viel bequemer. Tada, meine Nudeln sind fertig. Meine auch. Mann, ihr habt so viel gekocht. Ich fange mit dieser Variante an. Hä? Wieso sind die so hart? Hm, sieht ganz schön seltsam aus. Die sind ja irgendwie viel zu trocken. So lala. Hä? Sind das etwa Maden? Na, die sind wohl nicht lebendig, oder? Probieren wir mal. Na komm schon, Paige, du schaffst das. Moment mal. Das sind doch Gummibärchen und Oreo. Voll köstlich. Und was ist das, Ben? Die Gabel werde ich wohl nicht gebrauchen. Ich nehme mir einfach diesen Strohhalm hier. Weg mit diesem Kaugummi. Probieren wir mal. Die Brühe schmeckt lecker. Und die Nudeln auch. Ben, du hast gewonnen. Gefällt mir richtig gut. Wirklich? Hab ich gewonnen? Yeah, ich hab's geschafft. Ups, tut mir leid. Na, was machen wir jetzt? Aha, ich bin fertig. Also, ich wünsche mir einen Schokoladenkeks. Genau so einen. Ha, ist ja Blödsinn. Da muss man ja gar nichts machen. Ich nehme ihn einfach aus der Packung. Fertig sind wir. Na, übrigens, ich kann mir sogar einen nehmen. Mh, voll lecker. Was machen die anderen? Diesmal verliere ich sicher nicht. Ich nehme Milch und Mehl. Zwei Eier. Alles schön zusammenmischen. Und jetzt müssen wir den Teig ausrollen. Das ist ganz einfach. Schließlich habe ich mein Lieblingsnudelholz mitgenommen. Jetzt nehme ich mir diesen extra Keksausstecher. Ich mache gleich mehrere Formen. Meine Keksausstecher versagen nie. Wednesday, was machst du denn da? Ich mache eine Guillotine für den Teig. Ich muss ihn ja schließlich in kleine Stücke zerteilen. Jetzt muss ich diese Würstchen zu Finger formen. Und den Nagel nicht vergessen. Die kommen jetzt hier drauf. Jetzt mache ich den Zuckerguss mit Zucker und Wasser. Und ein bisschen grüne Lebensmittelfarbe. Alles schön umrühren. Und auftragen mit einem Pinsel. Es ist Zeit, die Dinger zu backen. Drähte anschließen. Es werde Licht. Oh ja, das gefällt mir. Und fertig sind die Dinger. Na, was sagst du dazu, Betty? Ganz schön ungewöhnlich. Meine Kekse hier werde ich auch backen. Jetzt muss ich sie in Schokolade stecken. Ich habe genauso viele Farben, wie ich auch Formen habe. Die kommen jetzt alle übereinander. Und fertig ist mein kleiner Keksburger. Oh, wie eklig. Ah, ihr seid so langsam. Und ich habe alle Kekse aufgegessen. Was soll ich denn jetzt tun? Moment, ich habe eine Idee. Ich brauche einfach einen Toast. Und jetzt Schokopaste. Hm, riecht gut. Ups. Ich glaube, die sind verbrannt. Aber das macht nichts. Da kommt jetzt Paste drauf. Na, sieht doch aus wie ein Oreo-Keks, oder? Ich muss nur noch den Rand abbeißen. Na also, so sieht's gut aus. Das ist sogar für mich unangenehm. Also Paige, los geht's. Wow, diesmal habt ihr wirklich euer Bestes gegeben.
Abgesehen von Ben, was ist das denn überhaupt? Hat das jemand schon mal gekaut? Ist ja alles voll flüssig. Nein, danke, das will ich nicht. Was kommt als nächstes? Ich probiere diese Hexenfinger hier. Sieht ganz schön interessant aus. Und schmeckt sogar gut. Ich kriege gar nicht genug davon. Und jetzt diese Kekse hier. Oh wow, so viele davon. Und zusammen ergeben die einen Burger. Wow, dieses Brötchen ist mega knusprig. Ich will alles zusammen probieren. So richtig schön knusprig und schokoladig. Also diese Kekse haben auf jeden Fall gewonnen. Betty, du hast dich selber übertroffen. Wirklich, ich. Ich freue mich total. Und ich möchte mit einer Cola beginnen. Ich hoffe, ihr werdet mich nicht enttäuschen. Was? Eine Cola? Ah, das ist doch kinderleicht. Ich nehme mir einfach eine Cola aus dem Supermarkt. Oh, ich will die unbedingt öffnen und probieren. Ich hoffe, die wird nichts dagegen haben. Oh, ist das lecker. Ich liebe Cola. Mist, hier ist nichts mehr da. Ach, dann werde ich doch noch was selber machen müssen. Ich habe eine Idee. Ich lege einfach ein paar Tafeln Schokolade in einen Topf und lasse sie schmelzen. Na also? Ah, das tut ja weh, voll heiß. Ach, meine Kleine, du brauchst doch spezielle Handschuhe dafür. Hier, so wirst du dich nicht mehr verbrennen. Dankeschön. So, jetzt kippe ich die flüssige Schokolade in die Flasche. Emma wird sicher denken, dass das Cola ist. Das war noch nicht alles. Hier kommen noch ein paar M&Ms rein. Aber wie soll ich das Ding öffnen? Ach, du Kleines, du musst doch die Handschuhe ausziehen. Ah ja, du hast recht. Vielen Dank, Oma. So, die Bonbons öffnen und reinschütten. Oh, das sieht ja wirklich köstlich aus, aber überhaupt nicht gesund. Cola ist überhaupt nicht gesund. Blaubeeren und Honig, das ist viel besser. Ich werde die vermischen und was absolut Erstaunliches erhalten. Oh, ich liebe Honig. Der ist richtig schön gesund. Und jetzt Hauptsache gut umrühren. So in etwa. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt stelle ich die Flasche in den Kühlschrank und warte etwas ab. Ich kann so lange was stricken. Ah, das ist doch alles völliger Unsinn. Ich muss ein köstliches Getränk mit ganz anderen Zutaten zubereiten. Ich fange mit rosa Nutella an. Ich weiß, die lieben doch alle. Und daraus mache ich eine essbare Flasche. Und da können wir jetzt alles Mögliche reingeben. Wie wär's denn mit etwas Torte und Schlagsahne und Erdbeere und noch mehr Schlagsahne? Jetzt muss ich diese Flasche nur noch zusammenbauen. Tada, guten Appetit. Ah, das ist auch viel zu schwer. Meine Schokocola ist auch fertig. Hä? Wo ist denn die Oma? Oh, ich habe einen ganzen Pullover gestrickt, während ich gewartet habe. Oh, meine Cola ist auch schon bereit. Zeit, dass ich sie meiner Enkelin gebe. Oh, ich bin ja ganz alt. Ich habe das Etikett vergessen. So, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Nun, es ist Zeit, meine Cola zu probieren. Ich fange mit der hier an. Die sieht aus wie das Original. Oh, da scheint was drin zu sein. Ich hoffe, es ist was Leckeres. Genau so ist es. Das ist ja eine Schoko-Cola. Mit meinen Lieblings-M&Ms drin. Oh, die schmecken einfach wunderbar. Gefällt mir.
Und jetzt probiere ich die anderen Colas. Die hier in der Mitte ist die nächste. Oh, wow, da ist ja was Zähflüssiges drin. Ich hoffe, das schmeckt auch. Ach du meine Güte, das ist ja so eine Art Sirup. Honig mit Blaubeeren. Meine Oma weiß, was ich mag. Okay, hier bleibt noch der letzte Kandidat. Was für eine schöne rosa Flasche. Wow, da scheint ja ein Kuchen drin zu sein. Das werden wir gleich herausfinden. Ich muss einfach die Flasche aufschneiden. Tatsächlich ist es eine Torte. Ist das köstlich? Chefkoch Rose, du gewinnst. Das war doch klar. Schließlich ist das mein Job. Diesmal sollt ihr mir meinen Burger machen. Ein Burger? Ach, das schaffe ich gut. Was? Ein Burger? Das ist doch total schlecht. Ach, Susie hat noch nicht einmal zugehört. Nun, dafür werden wir weniger Konkurrenz haben. Ich fange natürlich mit der Bulette an. Die mache ich mit meinen eigenen Händen. Mit all meiner Liebe für meine Enkelin. Na, wer macht denn sonst, wenn nicht die Oma, ein herzförmiges Ding? Okay, jetzt braten wir das. Ich bin gleich wieder da. Eine Bulette? Ich mache sogar die Brötchen selber. Außerdem wird jedes Brötchen eine andere Farbe haben. So ein Burger hat das Mädchen sicher noch nie probiert. Jetzt muss ich ein bisschen abwarten. Und solange nehme ich mir einen Gasbrenner. Ich bin wieder da. Oh, das riecht ja gut. Emma wird sicher nicht widerstehen können. Wow, riecht ja toll. Moment mal. Müssen wir etwa schon kochen? Oh, ich werde das doch nicht schaffen. Ich muss einfach einen McDonald's-Burger bestellen. Emma liebt den. Ah, gut, dass die Lebensmittel so schnell vor Ort sind. Jetzt muss ich nur noch aus diesen Zutaten was zusammenbauen. Oh Mann, wenn irgendwann irgendjemand diesen Burger verkaufen wird, oh, die werden es lieben. Oh, wie kann man nur so ein Fastfood-Mist lieben? Meine Chefburger sind nämlich schon fast fertig. Und das sind definitiv die besten, die Emma je gesehen hat. Schaut euch das an. Ist das nicht schön? Warum muss denn ein Burger hübsch sein? Das Wichtigste ist, dass er gut schmeckt. Hier muss man natürlich Seele mit reingeben. Hier fehlt noch ein bisschen Soße. Ich glaube, meiner Enkelin wird das gefallen. Womit soll ich anfangen? Eine Minimistis krabbelt in der Kiste. Oh, wow. Was für ein schöner, bunter Burger. Ich hoffe, der schmeckt auch noch. Richtig gut. Aber ich habe auch schon mal bessere Burger probiert. Gehen wir zur mittleren Option rüber? Was soll denn dieser Haufen? Soll ich meine Burger etwa selber zusammenbauen? Nein, Oma, das hättest du machen sollen. Oh, hier ist eine Option, die ich wirklich mag. Ich hoffe, die ist nicht nur riesig, sondern auch noch lecker. Wow, das ist der beste Burger, den ich je probiert habe. Er besteht aus all dem, was ich liebe. Susie, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Yeah, hab ich's doch gesagt, dass dieser McDonald's-Burger der beste sein wird. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Diesmal sollt ihr mir Pfannkuchen machen. Ach, das ist doch ein Kinderspiel. Ich mache Pfannkuchen für Emma, seit sie ein kleines Mädchen war. Ich weiß, was sie mag. Natürlich beginne ich mit dem Mehl. Ich habe übrigens das beste Mehl auf der Welt. Hier kommen noch Eier mit rein und etwas Milch. Ach, das alles ergibt einen tollen Teig. Ach, rühren mit der Hand ist doch voll oldschool. Ich benutze lieber diese Maschine hier. Ich muss einfach alle Zutaten da reingeben.
Ich mag keine Milch. Ich gebe da Cola rein. Ich bin mir sicher, die wird Emma gefallen. Und wieso nicht gleich Skittles mit reingeben? Und vergesst diese Doritos nicht. Und ein paar Marshmallows können auch nicht schaden. Jetzt müssen wir alles nur gut vermischen. Ah, die Maschine sollte das verkraften. Ich bin mir sicher, das wird absolut ekelhaft sein. Ich mache hier die beste Pfannkuchenmischung überhaupt. Die ist jetzt schon lecker. Jetzt muss ich sie nur noch in eine spezielle Spritze auffüllen. Und mit dessen Hilfe packe ich sie auf die Pfanne. Ach, Oma, du bist eingeschlafen. Hallo, wach auf. Ah, tatsächlich, ich bin ja mitten in der Arbeit. Es wird Zeit, dass ich meine kleinen Pfannkuchen backe. Emma mag Beeren, also werden meine Pfannkuchen wie kleine Bärchen aussehen. Oh wow, sowas ist mir nicht eingefallen. Ah, ich muss mir doch nicht die Mühe machen. Ich packe einfach alles auf die Pfanne. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen abwarten. Susie, noch nicht einmal Hunde essen so einen Mist. Also meine Pfannkuchen sind viel, viel besser. Vor allem, wenn ich da noch ein paar Früchte drauf gebe. Wie wär's denn mit Bananen und Erdbeeren? Wunderbar. Ich weiß, hier fehlt noch ein bisschen Schokosoße. Die beste Dekoration überhaupt. Das macht die Sache viel leckerer. Was sagst du dazu, Oma? Sieht natürlich interessant aus, aber ich bin mir sicher, dass meine Enkelin die Bärchen auswählen wird. Hier fehlt noch etwas Schlagsahne. Und natürlich noch ein paar Blaubeeren. Sind die nicht süß? Ach ja, ich nehme ja auch noch etwas Schokosoße. Und schon sind das kleine Gesichter. Oh, tatsächlich. Mann, ich muss meinen Pfannkuchen umdrehen. Der steckt fest. Emma, kannst du das Ding auch so probieren? Oh, was soll das denn? Guten Appetit. Oh, das gefällt mir alles. Also alles außer dieses Ding hier. Was soll das denn? Sieht ganz schön gruselig aus. Igitt. Weißt du was? Das werde ich nicht probieren. Das stinkt ja auch noch. Igitt. Das Ding wird mich umbringen. Nein, das geht doch ganz und gar nicht. Ich probiere diese Mini-Pfannkuchen am Spieß. Wow. Voll lecker. Ich mag die gut. Aber jetzt mache ich mich an diese niedlichen Teddys hier. Schaut doch nur, wie süß die aussehen. Oh, das ist einfach mega lecker. Oma, du machst wirklich die besten Pfannkuchen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Na, ich hab doch gesagt, dass meine Enkelin meine Pfannkuchen auswählen wird.